Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zur 20. Ausgabe des Nippon Connection Japanischen Filmfestivals, dieses Jahr online. Und ich begrüße Sie vor allem herzlich zu unserem nächsten Livestream-Event, dem Vortrag Kimono, Kleidungsstück und Kulturgut. Zu diesem Zwecke haben wir heute bei uns im Studio zu Gast Maria Deutsch. Maria Deutsch ist selbstständige Dolmetscherin für Japanisch und interkulturelle Trainerin. Und der ein oder andere von Ihnen hat sie vielleicht schon am Donnerstag bei der Teezeremonie kennengelernt. Aber auch auf dem Festival ist sie kein unbekanntes Gesicht, denn sie unterstützt uns seit vielen Jahren mit ihren Übersetzungen und hat auch schon den ein oder anderen Yukata-Workshop gehalten. Heute möchte sie Ihnen in einem Vortrag die Geschichte und die gegenwärtige Bedeutung des Kimono in Japan vorstellen. Danach gibt sie uns eine Demonstration über das Anliegen des Kimono und den ein oder anderen Tipp zum richtigen Umgang mit dem Kleidungsstück. Bevor wir starten können, gebe ich einen kurzen informellen Hinweis. Diese Sendung wird über Facebook, YouTube und Vimeo gestreamt. Falls Sie Kommentare oder eine Frage haben, möchte ich Sie bitten, jetzt zu Vimeo zu wechseln. Es wird zum Anschluss zur Demonstration eine kurze Fragerunde geben. Ansonsten ist alles von meiner Seite gesagt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Maria Deutsch und Kimono, Kleidungsstück und Kulturgut. Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass ich heute Kimono vorstellen darf. Kimono, das ist ein Hobby, das ich seit den 1990ern habe. Seit 1994 bereits beschäftige ich mich mit dem japanischen Kleidungsstück. Das hat als Hobby angefangen und inzwischen trage ich Kimono hauptsächlich bei Teezeremonie oder bei festlichen Anlässen, zum Beispiel Empfängen, auch hier bei Nippon Connection. Heute möchte ich zunächst einen kurzen Überblick über die Geschichte geben. Das ist natürlich bei vielen hundert Jahren, also über 1000 Jahren Geschichte, nicht ganz einfach, deswegen wird es recht kurz. Und danach möchte ich vorführen, wie man, also an dieser Puppe hier, wie man ein Kimono anzieht. Und zwar ein Frauenkimono, also es soll heute um Frauenkimono gehen und es ist für ein allgemeines Publikum gedacht, was noch wenig Berührungspunkte mit Kimono hatte. Also wer sich mit Kimono wirklich gut auskennt, wird heute vielleicht nicht so viel Neues erfahren, aber ich gebe gerne auch Tipps und Tricks dazu. Ja, dann können wir vielleicht gleich mal mit der Präsentation starten. Das Bild, was ich im Hintergrund gewählt habe, das ist 2016 hier bei Nippon Connection entstanden. Da haben wir einen Workshop gemacht, der live war. Und da haben wir also Yukata direkt anprobiert. Und da das momentan nicht möglich ist, möchte ich zumindest zeigen, wie man Kimono normalerweise trägt. Die Eindrücke, die man normalerweise von Kimono hat, sind oft von Geisha oder von Maiko oder wie rechts die Herren. Das ist das Edo-Mura, das Edo-Dorf, ein historischer Themapark im Norden von Tokio. Das ist so sehr folkloristisch. Aber auch im modernen Leben kommt Kimono vor. Zum Beispiel bei der Zeremonie der Volljährigkeit, wenn man 20 Jahre alt wird, tragen sehr viele junge Frauen Kimono. Und natürlich auch bei Hochzeiten, bei Konzerten, man kann Kimono eigentlich zu jedem Anlass tragen. Zuerst etwas zur Geschichte. Die ganz alten Kleidungsstücke sind natürlich nicht besonders gut erhalten. Man sagt, dass es einen starken koreanischen Einfluss gab und chinesischen Einfluss. Da gab es also durchaus Überschneidungen. Und ja, aus dem 3., 6. Jahrhundert, da ist wirklich nicht viel übrig geblieben. Etwas später sieht es schon besser aus. Da gibt es also Wandmalereien, zum Beispiel in Grabstätten, wie die in der Mitte. Und es gibt, aus dieser Zeit sind auch Schriftrollen und Bildrollen erhalten. Und deshalb kann man die Kleidung auch recht gut nachstellen, wie das auf der linken Seite bei einem Fest in Japan passiert. Und auch da sieht man, wenn man sich jetzt ein bisschen auskennt, schon den chinesischen und auch den koreanischen Einfluss. Da gibt es, wie gesagt, Überschneidungen, die Muster, die Farben.
Das ist alles sehr ähnlich. Also es ist ganz erstaunlich, dass doch auch damals schon viel Handel betrieben wurde. Und sehr japanisiert hat sich das dann zur Heian-Zeit, also ab etwa dem 8. 9. Jahrhundert bis zum 12. Jahrhundert. Das war die Blütezeit der japanischen Kultur in Kyoto. Und da hat sich nicht nur bei der Kleidung, sondern insgesamt beim Kunsthandwerk, bei der Kunst, bei der Dichtung, bei der Musik ein ganz eigener japanischer Stil entwickelt. Und das sieht man hier exemplarisch. Zum Beispiel das Bild auf der linken Seite, das sind der Kaiser Akihito, der ehemalige Kaiser Akihito, und seine Frau Kaiserin Michiko bei der Thronbesteigung. Und was sie dort tragen, ist Kleidung aus der Heian-Zeit, also tatsächlich über 1000 Jahre alte Kleidungsstil. Und was Kaiserin Michiko trägt, das nennt sich Junichitoe. Das heißt, es ist zwölflagiger Kimono. Und das ist das sind wirklich zwölf Lagen. Und noch eine Unterwäsche dazu. Das ist sehr schwer und man kann sich darin nicht gut bewegen. Also man merkt auch, dass das höfische Leben da eine große Rolle gespielt hat. Ne? Die Damen bei Hofe, die mussten sich nicht bewegen, die konnten sitzen. Auch die Hose, die unter dem Junichitoe getragen wird, das ist eine sehr lange Hakama-Hose, so ein Hosenrock. Und diese Hose ist überlang. Also man kommt mit den Füßen nicht mehr auf den Boden, sondern man muss sich ganz vorsichtig vorwärts bewegen, um nicht zu fallen. Entsprechend, ne, für eine Hofdame ist das kein Problem, genau wie bei den Reifröcken, die wir in Europa im Barock hatten. Aber für Bäuerinnen ist es natürlich deutlich schwieriger, so etwas zu tragen oder so eine lange Schleppe, wie dort in Kyoto auf dem Jidai Matsuri bei dem Mann gezeigt wird. Das heißt, auf dem Land hat man eher einfache Kleidung getragen, wie oben zu sehen ist. Nach der kulturellen Blüte gab es eine Zeit der Kriege. Kleine Fürstentümer in Japan haben sich untereinander bekriegt. Es war die Zeit der Shogune und das spiegelte sich natürlich auch im Kleidungsstil wider. Die Männer sehr militärisch und auch die Frauen insgesamt mit etwas mehr Bewegungsfreiheit, als das noch in der Heian-Zeit der Fall war. Danach kamen erste westliche Missionare auch nach Japan und in der Edo-Zeit haben also auch westliche Missionare und westliche Kaufleute bereits einen ersten Eindruck von Japan bekommen können. Und das ist der Eindruck, den sie bekommen haben. Das ist die Kleidung, die sie, wenn sie noch das Historiendrama Shogun kennen, das ist die Kleidung, die zu der Zeit getragen wurde. Und das erinnert schon sehr an unsere heutigen Kimono, sowohl bei den Männern, wie man sieht, relativ gedeckte Farben und schmale Gürtel. Und auch bei den Frauen, der Obi-Gürtel wurde immer breiter. Am Anfang war der eben sehr schmal, ne? Und der Gürtel wurde immer breiter. Die Ärmel des Kimono wurden länger und das Kleidungsstück näherte sich zunehmend dem, was man heute unter Kimono versteht. Und auch so einen breiten Obi, ne, das musste man sich leisten können. Zum einen, weil der Obi recht teuer war und zum anderen kann man den dann auch schwer alleine anlegen. Und auch mit diesen langen Ärmeln kann man sich wiederum nicht bewegen. Da hat also die Schicht der Kaufleute ihren Wohlstand gezeigt durch diese Kleidung. Ja, dann kam die Neuzeit und da sind Fotos erhalten. Und da kann man zum ersten Mal sehen, wie tatsächlich Kimono im Alltag getragen wurde. Also deutlich viel, viel lockerer, als wir das heute tragen. Man musste sich ja bewegen, man musste ja körperlich arbeiten. Also die Frauen haben mit Kimono Wäsche gewaschen, es war einfach Alltagskleidung. Ne? Wäsche gewaschen, alles gemacht, zur Schule gegangen, auf dem Feld gearbeitet. All das war Alltagskleidung. Wer sehen möchte übrigens im Filmprogramm, wie sich das Leben in Kimono gestaltet im alten Japan, dem empfehle ich Miss Hokusai. Das ist ein ganz zauberhafter Film, da kann man das gut sehen. Das ist also die Meiji-Zeit, da kamen die ersten Handelsposten. In Yokohama wurde der Hafen eröffnet.
Und daran schloss sich die Taisho-Zeit an. Das war die Zeit, als Frauen auch zur Universität gehen konnten. Und deshalb trugen mehr Frauen den Hakama, eine Art Hosenrock. Und das entwickelte sich zu Schuluniformen. Das wird auch heute noch getragen bei Diplomfeiern an der Uni. Ja, die Showa-Zeit überspannte dann 60 Jahre und begann vor dem Zweiten Weltkrieg und ging bis 1989. Und da hat sich Kimono entwickelt, so wie wir es heute tragen. Mit dem breiten Obi, mit auch Versteifungen, die man unter dem Obi trägt, auch dass das formell ist. Auch die Einführung der Kimono-Schulen stammt aus dieser Zeit, einfach weil Kimono im Alltag ja nicht mehr getragen wurde. Das heißt, man musste lernen, wie man dieses Kleidungsstück richtig anzieht. Und das ist gar nicht so einfach. Auf der rechten Seite sehen Sie mich 1994 in einem Kimono, in einem Furisode aus der Showa-Zeit. Da habe ich gelernt, wie man Kimono anzieht. Und das war nicht leicht. Ja, also man braucht schon ein bisschen Übung, um das tragen zu können. Zum modernen Kimono gibt es ganz verschiedene Materialien, ne, aus Seide, Baumwolle, Hanf, synthetischen Fasern. Und je nach Jahreszeiten sind Kimono entweder gefüttert, also haben sie ein dünnes Innenfutter, von Oktober bis Mai für die kalte Jahreszeit, haben kein Innenfutter. Das nennt sich dann Hitoe, das trägt man im Juni und September in der Übergangszeit. Und im Sommer gibt es ganz dünne Sommerkimono, die man im Juli und August trägt. Da kann ich kurz einen zeigen. Das hier ist so ein ganz dünner, durchscheinender Stoff. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber das ist so ein ganz dünner, durchscheinender Stoff und das ist ein Sommerkimono. Es gibt übrigens auch eine spezielle Art, Kimono zu falten. Das kann ich vielleicht nachher, wenn noch Zeit ist, das demonstrieren, aber jetzt lege ich den vorsichtig zur Seite. Dieser hier ist übrigens aus Polyester, das heißt, er nimmt mir das nicht übel, wenn ich ihn so hinlege. Mit Seide würde ich das nicht unbedingt machen. Ja, die Arten von Kimono heutzutage, repräsentativ ist natürlich Furisode. Furisode ist der formellste Kimono für junge und verheiratete Frauen und hat diese langen, schwingenden Ärmel und ganz prächtige Muster. Und der Obi wird in sehr fantasievollen Formen und sehr dekorativ gebunden. Und zu Anfang in der Showa-Zeit gab es da immer zwei, drei, vier verschiedene Formen. Inzwischen macht jeder Schönheitssalon, also zieht sich das nicht selber an. Die jungen Frauen gehen also in einen Schönheitssalon, lassen sich die Haare machen und den Kimono auch anziehen. Und da hat also jede Fachkraft für Kimono-Kleidung ihre eigene Art, den Obi zu binden oder macht dann auch, was zu den jungen Frauen passt. Für verheiratete Frauen ist der formellste Kimono der Kurotomesode. Das ist eine schwarze Grundfarbe mit kurzen Ärmeln, also kürzere Ärmel als deutlich kürzere Ärmel als der Furisode. Und dieser Kimono hat drei oder fünf Wappen und wird meistens bei Hochzeiten getragen von der Mutter und von ganz nahen Verwandten der Brautleute. Und dieser Kimono wird auch mit sehr formellen Obi kombiniert, aber die Art zu binden ist eine andere. Da macht man das nicht mehr so voluminös, sondern man macht eine flache Taiko-Bindung, das heißt Trommel. Und das ist auch, was ich nachher zeige. Der Unterschied ist nur, dass so ein Obi in Niju-Daiko, in doppelter Taiko-Bindung gebunden wird. Das ist dann nochmal formeller. Es gibt vom Kurotomesode auch eine farbige Variante, das ist dann der Edotomesode, hat unter anderem den Hintergrund, dass am Kaiserhof kein Schwarz getragen werden durfte. Aber Edotomesode sieht man nicht sehr häufig. Kurotomesode sieht man bei jeder Hochzeit, wenn sie in einem Tempel sind oder im Schrein. Der nächste Kimono ist ein Homongi, das ist auch sehr formell. Und wenn man zum Beispiel bei Hochzeiten zu Gast ist oder auch bei Zeremonien oder Konzerten, also
wenn Sie jetzt Nobelpreisverleihung gucken und es hat wieder ein japanischer Wissenschaftler einen Nobelpreis gewonnen, was die Frau tragen wird, ist entweder Kuroto Mesode oder ein Homonge. Homonge zeichnet sich dadurch aus, dass die Muster über die Nähte hinweggehen. Der Herstellungsprozess ist ungeheuer aufwendig, weil der Kimono erst einmal komplett genäht wird, also maßgeschneidert für die Trägerin. Dann wird es bemalt, dann wird es wieder auseinandergenommen und gefärbt und dann wird der Kimono endgültig zusammengenäht. Das macht die auch sehr, sehr teuer. Da sind sie also mit einem kleinen Wagen locker dabei, durchaus auch einem Mittelklassewagen, weil es einfach so aufwendig in der Herstellung ist. Die nächste Art Kimono, die dem Homonge sehr nahe kommt und auch aus dem Homonge ursprünglich entstanden ist, ist Tsukesage. Das ist ein semi-formeller Kimono für Frauen und ist entstanden ursprünglich im Krieg als schlichte Version des Homonge. Homonge war ja, haben wir eben gesehen, sehr prächtig. Das gibt es noch in viel prächtiger, als ich das jetzt aufs Foto bannen konnte. Im Krieg durfte man Goldfäden und solche Sachen sollte man nicht zeigen. Man musste insgesamt ein bisschen gedämpfter und ein bisschen schlichter auftreten und deswegen entstand der Tsukesage. Der Tsukesage hat nur an bestimmten Stellen Muster, also hier zum Beispiel hinten auf dem rechten Ärmel, vorne auf dem linken Ärmel und dann der ganze vordere Bereich und ein bisschen den hinteren Bereich unten. Also insgesamt relativ schlicht, aber es ist auch sehr beliebt, um zum Beispiel Hochzeiten zu tragen als Gast oder eben auch zu Konzerten, auch zu Teezeremonien. Und Tsukesage zeichnet sich ursprünglich dadurch aus, dass die Stoffbahnen vor dem Vernähen schon gefärbt wurden oder bemalt wurden und dann eben genäht wurden. Das heißt, es gab ursprünglich keine Muster, die über diese Nähte hinweggingen. Aber es gibt heute Hybridformen, Mischformen, Homonge, Tsukesage und ähnliches. Iromuji sind einfarbige Kimono. Sie sehen hier meine Teezeremoniegruppe und die meisten von uns tragen Iromuji, einfarbige Kimono, deshalb, weil man hinter den Tee und hinter die Geschichte zurücktritt. Kommon ist das gebräuchlichste, ein Alltagskimono, hat kleine Muster über den ganzen Kimono verteilt, Materialien sind ganz verschiedene, Seide, Wolle, Polyester etc., kann man zu allem anziehen und je nachdem, welchen Obi man wählt, kann man das quasi up oder down. Und was ich heute trage zum Beispiel, ist auch ein Kommon. Und zwar ist mein Kommon heute ein gewebter Kommon, kein bedruckter Kommon. Das sehen Sie hier, viele Sachen sind ja bedruckt, auch mit Schablone bedruckt, aber man kann ja die Muster auch einweben und die berühmteste Region für diese gewebten Muster, das ist Amami Oshima, die Insel Amami im Süden Japans. Hier sehen Sie die Zeremonie der Volljährigkeit für die 20-jährigen jungen Frauen und Männer. Und natürlich, wenn man aus der Region kommt, ist der ganze Stolz, diese Oshima Tsumugi in Amami. Und Oshima Tsumugi ist also der einzige Ort in ganz Japan, wo man auch so dunkle Farben trägt, weil Oshima Tsumugi, dieser spezielle Kimono, oft vielfach in dunklen Farben vorkommt. Kommt auch in hellen Farben vor, aber eben auch vielfach in dunklen. Und die Muster sind alle eingewebt. Das ist ungeheuer kompliziert. Das heißt, auch diese Kimono sind sehr wertvoll und sehr teuer. Sommerkimono habe ich eben schon mal vorgestellt. Das ist aus sehr durchscheinendem Material. Das gibt es natürlich dann wiederum in allen Variationen. Sommerkimono gibt es sowohl als Homonge als auch als Kommon, als auch als Tsukesage. Ja, um nochmal über die Anlässe zu sprechen, bei einer Hochzeit gibt es natürlich auch entsprechende Brautkleidung. Heutzutage ist das für die Braut Shiromuko in weiß, quasi die japanische Version des Brautkleides. Und für den Bräutigam Hakama und Haori. Und später zieht sich die Braut dann um und trägt dann ein farbiges Kleid. Und das ist so ein farbiger Mantel. Uchikake nennt sich das, der rote Mantel. Und ist dann mit Kranichen bestickt und ähnlichen Symbolen für langes Leben, Glückssymbolen. Auch das wiegt sehr viel. Ich durfte sowohl Junichitoe als auch ein Hochzeitskimono schon ausprobieren. Ich kann Ihnen sagen, es ist kein Vergnügen, das zu tragen. Es wiegt mehrere
Kilo. Also mit 15 Kilo sind sie locker dabei. Es drückt einen wirklich runter. Trauerkleidung war früher weiß, wie in vielen asiatischen Ländern, ist heutzutage schwarz. Und zwar nicht nur der Kimono, sondern auch der Obi und alle Zubehörteile, die erkläre ich nachher nochmal im Einzelnen, sind schwarz. Das ist eine Besonderheit. An der Uni zur Diplomfeier trägt man, das sagte ich vorhin schon, Hakama und heutzutage Furisode dazu. Und Sie sehen rechts unten, ich war keine Ausnahme und habe sehr stolz Hakama und Furisode getragen. Die meisten mieten das, man kann das heutzutage mieten und kaufen das nicht. In dem Falle ist der Furisode mein eigener und den Hakama habe ich tatsächlich auch gekauft. Die meisten Leute mieten sich das tatsächlich, weil es doch sehr viel Platz wegnimmt und weil man Hakama wirklich danach eigentlich auch nicht wieder trägt. Jetzt haben wir die Männer so ein bisschen vernachlässigt, also möchte ich auch noch etwas zu den Männern sagen. Die Männer tragen heutzutage gedeckte Farben in Braun, in Blau, also ganz viel dunkelblau, Blautöne, dunkelgrüntöne oder auch schwarz. Keine sichtbaren Muster, außer eben ein Wappen vielleicht, ein Familienwappen hinten im Rücken. Aber dafür zeigt sich dann im Innenfutter oft die ganze Pracht. Und weil die Innenfutter oft sehr schön bemalt sind. Das ist bei den Männern, die wollen das nicht so nach außen zeigen, aber man möchte ja doch so ein bisschen auch was Prächtiges haben und das ist in den Innenfuttern. Das hängt auch mit der Zeit zusammen, als den Männern verboten wurde, so prächtige Kleidung zu tragen von der Oberschicht. Yukata, das war das Thema unserer Workshops in den letzten Jahren. Ist ein leichter Baumwollkimono, den hat man normalerweise angezogen, wenn man aus dem Bad kam, als Art Bademantel und Schlafanzug in einem. Und heutzutage gibt es so viele Muster, auch berühmte Designer, Yoji Yamamoto und Kenzo und alle entwerfen sie auch Yukata. Es ist natürlich dadurch, dass es einlagig ist und dadurch, dass man auch diese ganze komplizierte Unterwäsche, sage ich mal, nicht braucht, kann man Yukata relativ leicht tragen und entsprechend populär ist das auch. Das wird auf Festivals getragen von jungen Leuten. Ja. Man trägt den mit schmalem Obi, das heißt, man muss auch nicht irgendwie kompliziert den Obi binden, das ist recht leicht. Moderne Obi möchte ich auch noch etwas dazu sagen. Die formellsten modernen Obi sind Maru Obi und Fukuro Obi. Das sind 4 bis 4,5 Meter lange Obi. Maru Obi hat auf beiden Seiten Muster, also ist ein etwa 68, 70 Zentimeter breites Stoffstück, das dann zusammengenäht wurde, sodass tatsächlich auf beiden Seiten Muster sind. Das tragen die Maiko sehr viel. Fukuro Obi ist auf einer Seite glatt und auf der anderen Seite ein Brokatmuster. Und das tragen eben die jungen Frauen dort. Damit macht man dekorative Bindungen, aber das ist auch der Obi, Fukuro Obi ist auch das, was man zum Kuroto Mesode trägt. Nagoya Obi, das ist einfach. Da kann man nur die Taiko-Bindung mitmachen, aber es ist sehr einfach zu handhaben und deswegen werde ich auch heute demonstrieren, wie man Nagoya Obi bindet. Hanhaber-Obi habe ich eben schon gesagt, sehr viel zu Yukata, aber auch zum Beispiel, wenn Sie Kimono sich ausleihen in Kyoto oder in Tokio, gibt es ja jetzt ganz viel die Möglichkeit, sich Kimono auszuleihen, dann können Sie das, dann wird das oft mit einem Hanhaber-Obi kombiniert. Unterwäsche und Zubehör braucht man auch. Und zwar gibt es natürlich erstmal Unterwäsche, die direkt auf der Haut getragen wird. Darüber kommt ein Unterkimono. Für Frauen, das ist der in der Mitte, das Foto, also in der Mitte, das ist für Frauen und Männer haben oftmals eben so wirklich schön bemalte Unterkimono, also zum einen das Innenfutter, eben zum anderen die Unterkimono. Und man braucht auch Socken dazu und da die japanischen Schuhe in der Mitte so einen Zehensteg haben, sind die Socken geteilt. Tabi-Socken, das zeige ich nachher auch nochmal. Weiterhin braucht man noch ein bisschen mehr Zubehör. Man braucht sehr viele Schnüre, das werden wir nachher sehen. Man braucht außerdem, um den Kragen zu versteifen, eine Einlage für den Kragen sowie eine Einlage für den Obi.
damit ja auch der Obi keine Falten wirft. Man braucht eine Art Kissen, um den Obi in Form zu halten. Und man braucht etwas, also dieses Kissen ist meistens in Gase oder etwas Ähnlichem, nicht dekorativem eingewickelt. Also braucht man auch etwas, um das Kissen zu verdecken. Und man braucht eine Kordel, um den Obi zusammenzuhalten. Das zeige ich nachher nochmal im Einzelnen, wenn ich das benutze. Und es gibt natürlich auch Schuhwerk dazu. Für Frauen gibt es oftmals passende Sets von Sodi, Schuhen und Handtaschen. Sodi bedeutet ursprünglich Strohsandalen. Deswegen habe ich ja auch die Strohsandalen nochmal abgebildet. Die wurden tatsächlich von den Leuten zu Hause selbst geflochten. Und es gibt Gitter, oben jetzt für Männer Sodi und Gitter. Es gibt aber Gitter auch für Frauen. Gitter sind diese Klapper. Holz-Sandalen, die also Geräusche machen, wenn man läuft. Und wenn Sie japanische Romane lesen oder auch, kommen wir wiederum auf Miss Hokusai, dann werden Sie das Klappern der Geta hören. Das war allgegenwärtig im Stadtbild, im alten Stadtbild von Edo. Ja, und jetzt möchte ich in Medias Res gehen und zeigen, wie ein Frauenkimono angezogen wird. Und zwar ist es heute ein nicht so formeller Kimono, weil ich glaube, dass es schön ist auch mal zu gucken, wie man Kimono einfach im Alltag oder für einfachere Anlässe anziehen kann und nicht nur für festliche Anlässe. Wenn man einen einfachen Kimono oder so ein Alltagskimono anziehen kann, dann hat man es auch leichter, lernt sich auch leichter, so einen festlichen Kimono anzuziehen. So, beginnen möchte ich mit der Unterwäsche, die man direkt auf der Haut trägt. Und zwar haben wir hier so eine Art Unterrock. Den ziehe ich jetzt unserer Puppe mal an. Den wickelt man um die Hüfte. So. Und dann fixiert man das Ganze hier mit der Schnur. Wer jetzt so etwas nicht hat, der kann, oder die kann vielmehr, denn es ist ja ein Frauenkimono, auch zum Beispiel Leggings benutzen. Also einfach Leggings anziehen und T-Shirt anziehen. Können wir den Tisch noch ein bisschen weiter hier ranschieben? Darf ich? Das ist jetzt so. Genau, und das hier nennt sich Hadajuban, das ziehen wir ja auch an. Das ist also auch, wird auch direkt auf der Haut getragen und ist aus Baumwollgase gemacht, also um den Schweiß auch gut aufzunehmen. Ja. Das wird fixiert mit einer Schnur, aber vorher möchte ich noch kurz etwas zeigen. Und zwar ist ja bei Kimono der Kragen hinten immer so ein bisschen ausgeschnitten. Das heißt, wir gucken hier schon, dass wir das auch hier, dass wir dem auch hier ein bisschen Platz lassen, damit der Kragen hier ausgeschnitten ist. Und dann legen wir das hier vorne drüber und fixieren das mit einer Schnur. So. Und wer jetzt ganz zylindrisch geschnitten ist, also für Kimono sollte man möglichst eine zylindrische Körperform haben. Das heißt, man muss stellenweise als Europäerin, gerade als Europäerin, auch Japanerin, müssen das ein bisschen polstern. Und das zeige ich jetzt auch nochmal, wo wir bei der jungen Dame hier, unserer Holzkameradin, ein bisschen polstern. Und zwar so ein Handtuch, kleines japanisches Handtuch. Und ja, hinten ist es jetzt nicht so notwendig, vorne hat sie ein bisschen mehr. Das heißt, ich lege mein Handtuch jetzt hier einmal so rum und dann binde ich das zusammen mit dem Hadajuban fest. So. Wie gesagt, die Körperform sollte möglichst zylindrisch werden.
Deswegen muss man hier und da ein bisschen polstern. Aber hier kommt nachher auch noch einiges an Stoff dazu. Das heißt, ich möchte jetzt vorne auch nicht zu viel polstern, weil es sonst vorne zu stark aufträgt. Da muss man immer eine gute Balance finden und man muss vor allem bei sich selbst gut die Stellen kennen, die gepolstert werden müssen, wenn man Kimono anziehen möchte, weil es dann doch einfach besser aussieht. So, jetzt habe ich sie hier gepolstert. Binde das fest. Auch da gibt es ganz verschiedene Arten zu binden. Ich mache meistens einfach eine Schleife. Man kann das auch doppelt wickeln und eine Schleife machen. Es gibt Kimono-Schulen, die sagen, es gibt nur diesen einen richtigen Weg. Kimono ist aber ein lebendes Kleidungsstück und ich glaube, es gibt mehr als nur den einen richtigen Weg. Aber man sollte schon im Großen und Ganzen wissen, wie es richtig gemacht wird. Nur dann kann man später auch damit spielen. So, jetzt hat sie also die Unterwäsche auf der Haut an und jetzt braucht sie einen Unterkimono. Den habe ich hier mitgebracht, das ist ein Unterkimono. Und dieser Unterkimono hat einen abnehmbaren Kragen. Der ist jetzt hier bestickt. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen sieht. Der ist also abnehmbar, dieser Kragen. Und dieser Kragen bekommt eine Einlage, weil dieser Kragen relativ steif sein muss. Heutzutage, ich nehme das immer hier so über den Arm, heutzutage sind diese Einlagen in aller Regel aus Plastik. Ich transportiere die gerollt, weil sie so am wenigsten Schaden nehmen. Und diese nehmen relativ schnell Schaden, aber sie sind auch ziemlich günstig zu bekommen in Japan. Das Problem ist, wenn man nicht in Japan ist und nicht nach Japan reisen kann, muss man ein bisschen mehr aufpassen. Gut. Jetzt habe ich den Kragen hier angenäht und schiebe diese Einlage auf der Innenseite, also das ist die Außenseite des Unterkimonos, das ist die Innenseite, schiebe das also hier rein. Vorsichtig, dass es auf der Innenseite so zum Liegen kommt. Ja. So, jetzt merken wir schon, das kommt immer weiter hier. Schieben wir noch ein Stück, so dass es nachher genau mittig ist. So, ich habe jetzt hier meine Mittelnaht, halte das. Ja, es ist fast genau mittig. So, und dann gucke ich, dass es tatsächlich in der Mitte sitzt. Sonst gibt das später ein Ungleichgewicht. Und dann ziehe ich unserer Puppe hier das erstmal über. So. Was jetzt wichtig ist, ist zu schauen, dass hier vorne das gleich ist und dass es hinten auch gleichmäßig ist. Und dann greife ich hier die Mittelnaht hinten und ziehe das nach hinten. Ja, greife hier so ein bisschen die Mittelnaht. Achtung, nicht den Stoff kaputt machen, aber ziehe das hier ein ganzes Stück nach hinten, so dass es schön ausgeschnitten ist. So. Und dann halte ich es fest und lege vorn den Kragen zusammen. Lege ihn so zusammen. Und kleiner Tipp, dabei kann man darauf achten, dass nicht so sehr am Hals anliegt, sondern eher auf der Schulter anliegt, dann sieht es besser aus. Hier zusammen und habe einen klassischen Fehler gemacht, nicht genug Schnüre bereitgelegt. So, Sie sehen, es ist alles live. So, ich lege also meinen Kragen hier nochmal zusammen. Bei jungen Frauen ist das eher stärker zusammen und bei älteren Damen wird also der Winkel so ein bisschen steiler. Aber wir haben jetzt hier eine junge Frau, wie man auch an dem bestickten Kragen erkennen kann. Ältere Damen besticken den nicht mehr ganz so prächtig oder auch überhaupt nicht. Also zum Beispiel für Teezeremonie trägt man ausschließlich einen weißen Kragen, um auch die Reinheit zu symbolisieren. Und diese bestickten Kragen sind sehr populär bei jungen Frauen. So. Jetzt haben wir das erstmal grob festgemacht. Aber wir möchten ja nicht, dass das nachher wieder rutscht. Deshalb kommt da noch eine zweite
Schnur drauf. So. Deshalb lege ich da noch etwas drauf und binde das noch mal richtig fest. So. Und dann sollte das halten. Ja, so. Schauen wir mal. Nicht ganz perfekt, unsere Puppe, aber das hält dann gut. So. Ach, ja. Man kann auch alternativ zum Beispiel so etwas benutzen und das damit festmachen. Das ist auch ein Dattelgime mit Klettband. Und der Vorteil bei diesen ist, dass sie natürlich eben zu kletten sind und man dadurch keine störenden Knoten hat. Deswegen klette ich das mal fest hier. So. Danach kommt der Kimono selbst. Und Kimono selbst sind immer länger als die Trägerin groß ist. Also die sind eigentlich zu lang. Und oftmals sind die Kragen auch geöffnet. Das heißt, wir haben hier so Druckknöpfe. Wenn sie nicht dran sind, kann man die selber annähen. Und dann ziehen wir unserer Puppe den Kimono erstmal über. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil das hier runterrutscht. So, die Ärmel steckt man rein. Auch auf der anderen Seite steckt man die Ärmel des Unterkimonos bereits in den Kimono. Und der Grund, warum man so viele Schichten hat, ist einfach, dass man Kimono selbst nicht ohne weiteres waschen kann. Das ist recht schwierig, gerade Seidenkimono, die bemalt oder gefärbt sind, müssen auseinandergetrennt werden, dann speziell behandelt werden und dann wieder zusammengenäht. Das heißt, man kann das nicht so ohne weiteres waschen. Und dementsprechend versucht man natürlich durch andere waschbare Lagen dem vorzubeugen, dass man also nicht den Kimono verschmutzt. Gibt es denn inzwischen Fragen? Ja, dann fragen wir doch mal. Dann kann ich hier schon ein bisschen weitermachen, aber... Also, eine Frage aus dem Publikum ist, gibt es moderne europäische Varianten wie Kimono als Mini-Kleid binden oder das Überjäckchen, nicht die Haori, als Kleid nutzen? Das gibt es. Also es gibt auch Japanerinnen und auch Europäerinnen, die das machen und die das tragen. Ich habe jetzt leider keine Fotos davon mitgebracht, aber das gibt es. Wenn man im Internet ein bisschen sucht, findet man das auch, ja. Mhm. Die nächste Frage kommt von Maxi. Die Schulabschluss-Kimonos erinnern an koreanische Hanbok. Haben sich die Frauen der Taisho-Zeit davon inspirieren lassen? Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall. Also koreanische Hanbok bindet man ja hier über der Brust. Hakama bindet man unter der Brust. Also man trägt ein Obi und Hakama bindet man über dem Bauchnabel. Der Obi, den man trägt, ist schmaler. Also das ist unterschiedlich. Tatsächlich. Und eine dritte Frage aus dem Publikum ist, kann man mit Kimono überhaupt die Toilette aufsuchen? Ja, natürlich, das geht. Man braucht auch da ein bisschen Übung und man muss die Sachen halt irgendwo unterbringen, aber das geht. Das ist mit einer japanischen Toilette tatsächlich einfacher, weil man sich dann hinhockt und dann die Sachen so hochnimmt, als mit einer europäischen Toilette. Ja, aber es geht. So, jetzt haben wir hier den Kimono und der rutscht trotz Klammer immer wieder runter. Ich greife mal gerade noch. Moment, ich habe noch zwei.
kümmern. Es ist natürlich mit einem echten Menschen, der zwei Arme hat, ein bisschen leichter als mit unserer Puppe hier. Normalerweise reicht es bei einem echten Menschen, wenn ich hier nur hinten in der Mitte einmal mit der Wäscheklammer das fixiere. Hier muss ich es an drei Stellen tun. Und dann schaue ich, passe ich die Länge an, weil, wie gesagt, Kimono ja immer etwas länger ist, der eigentliche Kimono, als die Trägerin ihn eigentlich braucht. Dann schaue ich zuerst, okay, passt das hier vorne? Und dann schiebe ich die andere Seite hier runter, die verdeckte Seite und die Vorderseite so nach vorne. Und binde das fest, etwa auf Hüfthöhe. Kimono wird immer links über rechts getragen. Es gibt eine Ausnahme. Das ist, wenn jemand verstorben ist, dann wird es umgedreht. Manchmal sieht man das leider in Europa, dass Leute das nicht genau wissen und Kimono aus Versehen falsch rumtragen. Meistens ist es relativ eindeutig, wenn die Muster nur auf einer Seite wirklich schön sind. Aber manchmal ist es eben auch nicht eindeutig, wie bei Kumon oder auch bei diesem Kimono. Das ist hier auch nicht ganz eindeutig. Und da muss man dann eben einfach wissen, dass man immer die linke Seite oben trägt, sodass man, also ne, die meisten von uns sind Rechtshänder, also wenn man rechts irgendwas im Kimono trägt, wie bei Teezeremonie zum Beispiel, trägt man hier das Papier, dann kann man also rechts reingreifen quasi. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Momentan sonst leider nicht. Gut, ne, sonst mache ich hier weiter. Was ich jetzt mache ist, ich habe jetzt also die Länge des Kimonos angepasst und jetzt passe ich, also habe ich zuerst den unteren Teil festgehalten und diese untere Schnur, diese an der Hüfte muss sehr festgebunden werden, weil sie im Prinzip den ganzen Kimono zusammenhält. So, und dann passe ich den oberen Bereich an und das wird einmal gefaltet, das nennt sich dann auch Hashori und diese Falte passe ich jetzt an. Und auch dafür gibt es praktische Hilfsmittel, um das festzuhalten. Und zwar, das hier nennt sich Kodin Belt. Das ist eines von vielen praktischen Hilfsmitteln, die sich ja, in den letzten vielleicht 30, 40 Jahren erfunden wurden von findigen, oftmals Kimono-Trägerinnen, die sagen, Mensch, dies ist zu kompliziert, das ist zu kompliziert, können wir das nicht einfacher machen, können wir das nicht leichter machen. Da gibt es also ganz verschiedene Hilfsmittel. Ich selber bin immer dafür, erstmal Kimono anziehen, ohne Hilfsmittel zu lernen. Und dann kann man auch entscheiden, welche Hilfsmittel besser passen zu einem selbst. Also mit manchen Hilfsmitteln kommt man gut klar, mit manchen weniger. Also zum Beispiel benutze ich selbst kein Kodin-Belt, weil es für mich nicht funktioniert. Aber in diesem Falle ist es sehr hilfreich, um der Puppe den anzuziehen, weil schlicht und ergreifend sie keine Arme hat und deswegen das immer runterrutscht. Deswegen benutze ich jetzt diesen Kodin Belt. Und zwar wird der auf der einen Seite hier in den Kragen geklippt. Das sieht man jetzt natürlich nicht, weil das verdeckt ist. Klippe ich das hier in den Kragen. So. Führe das dann um den Rücken herum. Mache es ein bisschen größer, weil es ein bisschen eng ist. Die sind in der Größe verstellbar, das ist auch ganz praktisch. Also es gibt zwar verschiedene Größen, aber die sind dann auch nochmal verstellbar, je nachdem auch, was man so drunter hat. Im Winter hat man vielleicht wärmere Sachen drunter und im Sommer vielleicht etwas dünnere. Nehme dann meinen Kragen, den ich hier auch gefaltet lasse und klippe das auf der anderen Seite auch an den Kragen. So, dann habe ich das erstmal fest, dann rutscht mir das nicht mehr runter und dann sieht das auch schon, fängt das auch schon an, wie ein Kimono auszusehen. Ne? So, und was ich dann machen kann, ist dann auch schon ganz bequem, dann kann ich hier schon mal die ersten Falten einfach wegziehen, damit es auf dem Rücken schön glatt ist. So. Ziehe ich also weg. Dann binde ich aber das Ganze nochmal mit einer Schnur fest.
Und diese Schnur kommt in jedem Falle drauf, egal ob man jetzt Cording Belt benutzt oder nicht. Also diese Schnur, die wird knapp unter der Brusthöhe dann gebunden und damit mache ich das Ganze wirklich nochmal fest. Die muss nicht ganz so fest sitzen wie die untere Schnur, aber sie sollte schon fest genug sein, damit das nicht verrutscht. Sonst öffnet sich der Ausschnitt und dann fallen Sachen raus, das ist nicht so schön. Das ist auch nicht so angenehm, wenn das alles an einem rumrutscht. Man möchte ja doch sich frei bewegen können und paradoxerweise helfen die Schnüre, wenn die richtig fest sind, dabei, dass man sich frei bewegen kann. So, dann haben wir jetzt hier unsere Falte, unseren Ohashori und das ist jetzt hier alles noch so ein bisschen ungleichmäßig. Deswegen möchten wir das auch nochmal fixieren und zwar benutzen wir dafür etwas, das nennt sich Datejime. Das habe ich vorhin schon mal benutzt, um den Unterkimono zu fixieren und das machen wir auch jetzt nochmal. So. Und bei dieser Falte, da liegen ja jetzt eigentlich zwei Lagen drin. Und das sieht meistens, das ist dann sehr dick. Und deswegen nehme ich jetzt eine Lage innen drin ein bisschen nach oben, fixiere das hier so, dass man nicht mehr diese ganz dicke Stoffschicht hat. Das ist jetzt hier bei dieser Puppe natürlich nicht ganz so einfach. Bei einem echten Menschen lässt sich das genauer einstellen. Aber das, ja, gerne. Moment. So, und dann haben wir das auch fixiert. Jetzt Beatrice fragt, wie kommt man in Deutschland an alle Utensilien, die auch mal ungewöhnlicher sind? Ja, das ist nicht ganz einfach. Es gibt zum einen natürlich die Möglichkeit, sich das aus Japan importieren zu lassen über die Einkaufsservices. Zum anderen gibt es aber auch in Deutschland Geschäfte, die das anbieten. Also unter anderem in Düsseldorf gibt es die Frau Nagata, die hat einen Online-Shop, Kimono Kimono. Da kann man zum Beispiel auch solches Zubehör kaufen. Und auch hier im Frankfurter Raum gibt es, ich glaube, zwei- oder dreimal im Jahr die Möglichkeit, Kimono und auch Zubehör zu kaufen. Das ist ein Importeur, der das aus Japan direkt importiert. So, jetzt haben wir das hier schön ordentlich und fixiert. Und jetzt möchten wir unserer Puppe ja einen Obi anziehen. Und damit der Obi keine Falten wirft, benutzen wir hier so eine Versteifung. Das nennt sich Obita, also Obi-Brett. Und das ziehen wir ihr jetzt an. Und auch das gibt es mit und ohne Gummizug. Mit Gummizug ist natürlich für diesen Zweck, den wir heute haben, praktischer. Denn unsere Puppe kann das ja nicht festhalten. Also ohne Gummizug steckt man das dann meistens in die Lagen des Obi oder steckt es dann darunter hin. Ja, dann haben wir unseren Obi. Er hat hier ein schönes Muster und ist so mittellang und das ist ein Nagoya-Obi. Und den binde ich unserer Puppe jetzt um und schaue natürlich, muss natürlich schauen, ne? Wir haben hier ein Muster auf beiden Seiten. Das kommt immer darauf an, manche Obi haben Muster auf beiden Seiten, manche Obi haben Muster nur auf einer Seite. Und, das machen wir ein bisschen anders, da muss man immer ein bisschen schauen. Und man muss auch schauen, ob der Obi vielleicht schon eine natürliche Richtung hat, in die er gewickelt wurde. Gerade wenn man jetzt also gebrauchte Kimono kauft, dann hat der Obi meistens schon eine Richtung, eine eigene, in die er bisher eben in der Vergangenheit gewickelt wurde. Und ich mache das jetzt mal hier fest. Und dann ist es ganz klug, wenn man die respektiert. Wickeln wir den Obi zweimal rum und zwar ist es meistens so, dass der erste Bereich, der innere Bereich, nicht dekoriert ist und kein Muster hat und dann der äußere Bereich ein solches Muster hat und dann ziehen wir und zwar nicht von oben, sondern von unten das fest. So, das ist jetzt hier mit der Puppe ein bisschen schwierig, weil die nicht gerade stehen bleibt, aber das ziehen wir jetzt fest. So, nicht so einfach. Und dann haben wir hier also auf dem Rücken
Ja, jetzt stehen bleiben würde, wäre es ein bisschen leichter, dass sieht man das also gegenläufig fest. Das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil unsere Puppe hier sehr beweglich ist und es nicht ganz so leicht ist, wie das bei einem Menschen ist. Jetzt haben wir hier den Obi und es gibt mehrere Möglichkeiten, das hier zu fixieren. Die meisten Leute schlagen es über. Und ich war früher immer ein Freund von Festbinden, aber es geht nicht bei allen Obis, das festzubinden. Manche sind zu steif und manche sind auch einfach zu kurz, um das zu binden. Und deswegen schlägt man das dann über. Und jetzt wollen wir die Otaiko, also die dekorative Bindung machen, dieses Muster, was wir haben. Das heißt, wir haben jetzt hier das Obi-Kissen. Das ist dieses Obi-Kissen. Das machen wir jetzt hier unter das Muster und setzen das so drauf und schauen, dass das Muster gut gezeigt wird, gut sitzt. Ich muss das binden und zwar deswegen, weil das hier sonst alles wegrutscht. Es tut mir leid, dass ich das jetzt nochmal aufmachen muss, aber es ist tatsächlich so, dass unsere Puppe hier sonst eben kein Mensch ist und deswegen müssen wir das ein bisschen rabiater machen. Der Obi kann das ab, das ist meiner, das ist okay. So, und dabei auch schauen, dass das hier nicht rutscht. Wie gesagt, bei Menschen ist es alles ein bisschen leichter. Bei der Puppe ist es ein bisschen schwieriger. Aber wenn wir das hier so binden, dann haben wir jetzt hier das Stück, was später dann in den Obi reingesteckt wird. Wo ist meine Klammer? Und machen das hier erstmal fest. Und jetzt benutzen wir jetzt aber wirklich unser Obi-Kissen. Machen das hier einmal ein bisschen gerade, das nicht so verknautscht ist und setzen das hier drauf. Und zwar richtig fest und dann binden wir das fest. Gibt es noch Fragen? Natürlich. Ja. Also. Nur zu. Christian fragt, in den Filmen sieht man manchmal, wie in den Ärmeln Geldbörsen verstaut werden. Sind da Taschen drinne? Die Ärmel sind, man kann da auch Geldbörsen reintun. Das sind jetzt keine Taschen drin, aber die Ärmel selbst sind Taschen. Das hier ist zugenäht und bei den Männern ist auch dieser Bereich zugenäht. Bei den Frauen ist er offen, bei den Männern ist er zugenäht. Das heißt, da fällt auch nichts raus. Also die Männer können das wirklich ohne weiteres in den Ärmeln tragen. Mhm. Bei Frauen würde das, je nachdem, wie man sich bewegt, auch rausfallen. Mhm. Also man trägt auch viele Sachen hier zum Beispiel, also an der Brust. So, die nächste Frage kommt aus dem anonymen Bereich. Lässt man den BH an oder braucht man den nicht, weil ja durch das Binden alles an Ort und Stelle gehalten wird? Als Frau, je nachdem, wie man möchte. Also man möchte ja eigentlich eher eine zylindrische Körperform. Das heißt, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder meinen Rücken zugedreht. Das heißt, ein Sport-BH oder sowas, was das so ein bisschen drückt, ist meistens besser. Ich selber trage keinen. Das ist immer auch ein bisschen ja, persönlicher Geschmack. Aber es ist jetzt nicht wie in Europa, dass man ja unbedingt ein schönes Dekolleté machen möchte. So, eine Frage, die ganz passend gerade ist. Mhm. Wieso trägt man ein Obi-Kissen? Um, das sage ich nachher nochmal, damit das schön rund ist einfach. Sonst ist das so platt einfach nur dran geklatscht und um da ein bisschen Volumen reinzubringen, das ist Dekoration. Warum das so entstanden ist, ich war nicht dabei. Ich bin ehrlich gesagt überfragt, aber es ist so, dass die Obi-Kissen bei je jünger die Frau ist, desto voluminöser ist die Obi-Bindung insgesamt. Also wenn Sie jetzt einer älteren Dame begegnen, dann sind die Obi
eher flach gebunden vielfach. Voluminöse Obi-Kissen, das ist eher so was junge Frauen benutzen. So, hier habe ich jetzt das Obi-Kissen also drunter und habe das schon mal versteckt mit der Obi-Age. Und jetzt benutze ich meine Obi-Jime, meine Obi-Kordel, um hier diese Taiko zu binden, diese Trommel. So, das hänge ich mir jetzt auch wieder drüber. Und dann mache ich hier die Bindung fest. Da muss man dann jeweils schauen. Also es sollte unter der Trommel etwa so, ja, so ein Zeigefinger breit rausschauen und dann wird das hier so zusammengefaltet, ne? Gefaltet. Und das Stück, was wir jetzt vorne losgelassen haben, dieses Seitenstück, das stecke ich jetzt hier rein, um das zu fixieren. Und dann fixiere ich alles zusammen mit einer Kordel, nennt sich Obi-Jime. Genau. So. Das macht man immer ein bisschen hübsch und dann hält man das fest. Wenn man jetzt alleine ist, kann man das auch einfach mit einer normalen Schnur erstmal kurz fixieren und dann diesen zweiten Teil noch dazu holen und dann die Kordel rüberbinden und dann die Fixierschnur rausnehmen. Also das geht auch. So, jetzt habe ich hier die Kordel und das machen wir nachher noch hübsch. Das ist so ein Blumenmotiv, es ist immer schön, wenn es in der Mitte ist, aber in der Mitte kommt auch der Knoten. Das heißt, es ist immer eigentlich ganz schön, wenn es so ein bisschen zur Seite verschoben ist, weil, wie gesagt, in die Mitte der Knoten kommt. Gibt es noch Fragen? Anna Bittner fragt, bekommt man so ein Kimono mit viel Übung auch allein angezogen oder braucht man immer Hilfe? Man braucht nicht immer Hilfe. Also man braucht etwas Übung, ja, aber man bekommt ihn allein angezogen. Ich habe mich heute auch allein angezogen. Ich habe keine Hilfe zu Hause. Es ist dann schön, wenn, also es ist nicht immer leicht alleine, ne? Und manchmal braucht man schon auch ein bisschen Hilfe, um dann den Obi nachher vielleicht nochmal zu richten. Aber grundsätzlich kriegt man das auch alleine hin. Was man nicht alleine hinbekommt, sind diese Furisode mit diesen ganz dekorativen Obi-Bindungen. Das schafft man nicht alleine. Und auch was so Brautkimono und ähnliche wirklich schwere, festliche Sachen angeht, die man normalerweise nicht tragen kann, das schafft man nicht alleine. Aber das hier ist tatsächlich was man ohne weiteres alleine machen kann. Wie gesagt, ich habe es heute gemacht, bevor ich hierher gekommen bin. 30 Minuten, 20, also am Anfang braucht man eine Stunde, dann 30 Minuten und irgendwann ist man so auf 20 runter, je nachdem, was man auch hat, was man auch anzieht und wie geübt man ist und wie gut man auch seine Sachen kennt, weil auch bei Kimono kann Murphy's Law zuschlagen und immer dann, wenn man denkt, heute muss der Obi-Knoten jetzt aber sitzen, dann sitzt er nicht. Das kommt auch bei Kimono genauso vor, wie wenn man einen Bad Hair Day hat, ne? Kennt jeder von uns. Man sollte sich schon Zeit nehmen für Kimono. Denn wenn man es eilig hat, dann erfahrungsgemäß macht der Obi-Spiränzchen. So, was ich jetzt hier mache, ist noch die Obi-Age ein bisschen reinstecken und somit das Obi-Kissen verstecken. Das ist jetzt hier auch ein bisschen was Voluminöseres, was ich gewählt habe, um eben der Jugend dieser Person Ausdruck zu verleihen. Und wie gesagt, je älter man wird, also Shibori trägt man halt in dieser voluminösen Form auch eher in der Jugend als im Alter. Aber ist also, Shibori ist eine Technik, um Seide zu färben. Es ist nicht perfekt. Und zwar wird es in Knötchen abgebunden und dort, wo abgebunden wurde, bleibt es dann weiß. Und da, wo eben nicht abgebunden wurde, ist es dann gefärbt. Und das ist die Technik, die hier verwendet wurde für diese Obi-Age. Ja, jetzt schauen wir nochmal, drehen wir unsere Dame noch einmal um. Sie ist fertig angezogen, dann können wir auch die Wäscheklammern abnehmen, denn fixiert ist jetzt alles. Das ist hier,
Ja, sie hat wunderschöne Pfingstrosen hier, passend zur Jahreszeit und ein bisschen Silber, also das wertet das schon ein bisschen auf und ist fertig angezogen. Gut, gibt es denn noch Fragen? Zwei letzte Fragen hätte ich. Entschuldigung. Heike fragt, da war vorhin ein japanischer Film, den Sie erwähnten. Wenn ja, wie hieß er nochmal? Miss Hokusai. Der läuft in diesem Jahr im Jubiläumsfilmprogramm. Ist ein sehr schöner Film. Er lief, glaube ich, 2018, 2019, 2017. Ich weiß es nicht mehr genau, aber 2018, glaube ich. Es ist ein Animationsfilm, bei dem es um die Tochter von Hokusai, Hokusai ist ein sehr berühmter Landschaftsmaler oder Holzschnittkünstler, geht und auch die Tochter war Künstlerin und das zeigt also so das Leben und auch die Schwierigkeiten, die man so hatte in der Edo-Zeit. Das ist wirklich sehr schön. Und die letzte Frage kommt von Andi. Vorhin war die Sprache von kurzen versus langen Ärmeln. Welche Länge ist da gemeint? Von der Schulter zum Handgelenk? Gemeint ist diese Länge von diesem herunterhängenden Bereich. Und zwar ist das, ich habe jetzt leider keinen Furisode mitgebracht, bei Furisode geht das wirklich bis auf den Boden oder zumindest bis zu den Knien. Und für den Alltag ist das natürlich ungeheuer unpraktisch. Das heißt, die Ärmel sind dann so kurz. Heutzutage sind es 49 cm, so als Standardmaß. Früher gab es natürlich kein Standardmaß. Das heißt, man muss immer gucken, ob der Unterkimono auch zum Ärmel, zum Kimono selbst passt. Sonst sieht es komisch aus, wenn der Ärmel des Unterkimonos dann vielleicht, kann das jetzt hier schlecht demonstrieren, wenn das hier so kurz irgendwie raushängt, dann sieht das oft nicht gut aus. In dem Fall habe ich jetzt hier tatsächlich Standardmaße an. Gut, das war die letzte Frage. Dann möchte ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können. Es ist wirklich der Zeit geschuldet. Man kann ja über Kimono sehr lange reden, dass es eine kurze Einführung war. Aber ich hoffe, dass es interessant für Sie war. Und ich hoffe, dass Sie auch das Filmprogramm und das weitere Kulturprogramm in den nächsten Stunden noch genießen können. Weiterhin viel Spaß bei Nippon Connection.